Ja, weiter geht's in unserer Konferenz zum Thema Umfeldgenetik. Und wir hatten schon den ersten interessanten Beitrag von Gerd Valentinelli. Und jetzt schalten wir nach England, nach London, richtig? England. Cool. Genau, Genau. zu Raik Fischer, der schon an ja, verschiedensten Konferenzen, wo es um Intuition ging, was natürlich sein Spezialgebiet auch ist, wunderschöne Beiträge gegeben hat. Und ja, jetzt sind wir ganz gespannt, was es jetzt mit Umfeld und Umfeldgenetik oder was du, ja, was du darunter, was dein Beitrag da ist, genau, wo wir lernen dürfen. Ich möchte natürlich allen, die heute Abend hier dabei sind, natürlich erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr wünschen. Und ich hoffe, die sind alle gut reingerutscht sozusagen. In England hat man leider die Herausforderung, dass man gar nicht merkt, wann das neue Jahr beginnt, weil da gibt es nicht so ein tolles Feuerwerk, wie das in Deutschland der Fall ist sozusagen. Man kann also nicht einfach rausgehen und ein paar Dinge in die Luft schießen. Oder also man schaut aus dem Fenster und denkt, ist jetzt schon Neujahr oder nicht? Stellt man nicht fest, zumindest nicht, wenn man in die Luft schaut. Von der Seite her, ja, hoffe ich, dass alle gut reingerutscht sind ins neue Jahr und dass ja, 2015 ein tolles Jahr für uns alle wird. Genau. Jeder, wo er ist, da, wo jeder ist, in seinem Umfeld. Genau. Ja, also das neue Jahr ist eigentlich auch mein Stichwort zu diesem Thema, weil es geht ja auch beim Thema Geomantie darum, dass man sich wohlfühlt. Und gerade in der Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit und im Wechsel zum neuen Jahr machen sich viele Gedanken. Zumindest ist es bei uns in diesem Jahr wieder so gewesen, dass das Telefon kaum stillgestanden hat, wo man denkt, zwischen Weihnachten und Silvester sind viele im Urlaub oder viele unterwegs. Machen sich doch gerade in dieser Zeit viele Gedanken, was passiert so im, wie ist das letzte Jahr oder das vergangene Jahr so abgelaufen und wie soll es denn im nächsten Jahr so weitergehen? Fühlt man sich wohl mit dem, was man so macht und mit dem, was man ist? Und da kann natürlich das Thema Geomantie auch helfen. Und da geht es ja auch um das Thema Wohlfühlen, sich an bestimmten Plätzen, wo man sich vielleicht nicht so wohl fühlt, dort irgendetwas zu verändern, entweder die Ursache des Problems zu finden, warum man sich dort nicht wohl fühlt, oder einfach vielleicht sogar über das ein oder andere nachdenkt, den Platz zu wechseln. War das bei euch auch in diesem, im letzten Jahr so? Ja, ja, jein, ja. Also es ist eher so, dass nicht wir die Plätze aussuchen, sondern die Plätze suchen seit 10 Jahren, suchen sich uns aus. Und da haben wir nicht viel mitzureden. Wenn man sich dem Leben hingibt, dann ist das immer sehr interessant und vom Verstand her nicht greifbar, warum es jetzt irgendwie so ist. Ja, und letztendlich hat das, zeigt sich das dann manchmal erst später, warum es jetzt so ist, wie es ist. Und ja, das ist auch interessant, wenn Plätze einen sich aussuchen, statt umgedreht, ja. Ja, und das ist natürlich das Thema, worum es auch bei der Geomantie geht, dass man einfach feststellt, okay, ich bin an einem Platz, wo ich mich wohlfühle, wo es mir gut geht, dann spielt das Thema Geomantie eigentlich auch nur eine untergeordnete Rolle, sage ich jetzt mal, oder ich habe die Herausforderung, dass ich vielleicht ja, in einem bestimmten Zimmer nicht schlafen kann oder mich an einem bestimmten Ort nicht wohlfühle. Und hier kann natürlich das Thema Geomantie helfen. Ob das jetzt, viele kennen das vielleicht auch durch der unterschiedliche Ansätze, wie man das machen kann. Eins ist ja zum Beispiel Wünschelrouten gehen sozusagen, wo man einfach die Ursache, wenn man eine Wasserader schläft zum Beispiel, oder dass es andere Störungsfaktoren gibt, die einen im Leben stören. Und das kann ja nicht nur das Schlafen beeinflussen, daher kennen es ja viele, sage ich mal, dass man schlecht schläft oder ja, irgendwie nicht richtig wieder gesund wird, sondern es kann natürlich auch einen Arbeitsplatz betreffen, wo man einfach sehr viel Zeit, jeder, man sagt ja, ein Drittel seines Lebens verbringt man mit der Arbeit, bei den meisten, die zumindest von 8 bis 18 Uhr irgendwo hingehen müssen, um da ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Bei denen ist das so. Und dann, wenn man dann einen Arbeitsplatz hat, wo man sich nicht wohlfühlt, dann kann vielleicht auch dort es nicht nur unbedingt an der Arbeit liegen oder an der Firma oder an den Kollegen, sondern kann auch an dem Platz liegen, wo man gerade steht, sitzt oder wie auch immer man seine Arbeit ausführt, in welcher Körperhaltung. Das ist das, wo Geomantie auch helfen kann. Das heißt, ein Wechsel auch innerhalb des Unternehmens, jetzt mal physisch gesehen, von dem einen Büro zum anderen oder von dem einen Platz zum anderen, hat schon bei dem einen oder anderen Wunder bewirkt, sozusagen. Obwohl es die gleiche Tätigkeit ist, der gleiche Computer ist, weil die gleichen Aufgaben sind, hat alleine der Ortswechsel viel, viel Auswirkung auf die einzelne Person. War das bei euch auch der Fall, wo ihr umgezogen seid von Wittenberg nach Leipzig? Absolut, ja klar. Eben von einer Seite ist natürlich, jetzt sehe ich, die eigene Ausstrahlung macht was, von der anderen Seite den Platzwechsel macht was, von der dritten Seite ist auch, dass man eben auch wirken kann, ne? Aber das verändert immer ganz viel, ja. Also, dass du den Platz auch wieder verändern kannst, mitgestalten kannst. Ja, 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 genau, ja, ja. das konnten wir hier ganz stark erleben. Genau, weil wir Genau. sind ja Teil von dem Ort, in dem wir uns befinden, lange Ja. aufhalten. Aber im Wesentlichen ist natürlich, diese inneren Impulse zu folgen, weil Leipzig hätte mich nie interessiert als Stadt. Ich habe diese verfallene Häuser gesehen. Ich dachte, wo bin ich jetzt hier? Was, du gehst nach Leipzig? Hinterher erkennt man, dass es eigentlich eine Weltstadt ist, die sich so rasant entwickelt und so reich wird, dass es fast Konkurrenz an Berlin machen könnte. Aber hinterher erkennt man all diese Sachen, wenn man sich folgt, wenn man die eigene im inneren Impulse folgt. Ne? Oder auch so jetzt mit dem Platz, wo wir hier zum Beispiel sind. Ich weiß nicht, ob wir das bewusst uns ausgesucht hätten. Ich weiß es nicht. Aber es war irgendwie klar, wir sind hierher geführt worden. Und es war irgendwie so ein Gefühl, es war klar, hier wird unser nächster Platz sein, für wie lange auch immer. Und wir haben hier eine Aufgabe. Und wie sich das dann das Umfeld durch das, was wir tun, durch unsere Arbeit auch schon total verändern konnte. Und also es ist so ein Spiel miteinander, mit dem Umfeld, mit dem ganzen Haus, mit dieser Wohnung, mit dem Umfeld. Es ist sehr interessant, ja. Vor allem dieser Platz war nicht gut eigentlich. Viele haben das gemessen. Und von uns aus, es war ein bisschen Gewalt gegen Frauen auch, war hier geschehen. Und ich konnte das nicht verändern, obwohl ich einfach in diesem Sinne ein Profi bin, habe ich Tausende von Häusern in Gleichgewicht gebracht. Und das hatte mit unserer Entwicklung zu tun. Das heißt, wir mussten in einen Platz kommen, wo Störungen sind, um zu lernen, um da etwas aufzubauen. Und besonders diese Konferenzen über erwachte Weiblichkeit hat es immer von Schritt für Schritt immer mehr das Aus wieder aus dem Loch rausgeholt, ne? Aus dem energetischen Loch. Ne? Schön, deine Fragen. Habt ihr denn selber Geomantie genutzt, um euer jetziges Zuhause dort zu prüfen oder sich anschauen zu lassen, sozusagen, Ja, wahrzunehmen? ich mache das mit Farbzeichen. Und wie gesagt, habe ich die größte Institute und kam der Hinweis, ich kann nichts machen, ohne den Hausbesitzer, ne, mit einzubeziehen. Und er wollte nicht. Und das war für mich ein Drama, ne? Ich kann hier einige Sachen nicht verhindern und ich muss mitleiden. Aber diesen Leidensdruck habe ich genommen und irgendwie akzeptiert, um das Neue zu entwickeln. Und das ist natürlich nicht so einfach, ne? Auch besonders nachdem ich so viele Objekte eben. Und da habe ich ein bisschen aufgehört, so viele Häuser zu behandeln, weil es eine Verbindung eben immer mit der Person da ist. Ich muss mich mitentwickeln und dann ist es möglich,
zu wirken, ne, mit den Mitteln, die man einfach auch hat, ne. War eine sehr interessante Erfahrung. Ich denke, das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, ist genau das, was uns auch in unserer tagtäglichen Arbeit passiert, dass die Menschen kommen sozusagen und die wollen so eine Art Pille haben, die man schluckt, sage ich jetzt mal im Spaß gesagt. Und dann ist alles wieder normal. Ne? Ich bleibe der Alte und ich schluck mal die Pille und dann ist alles wieder, ist die Welt wieder in Ordnung sozusagen. Und die meisten erkennen eigentlich nicht, dass der Großteil des Erfolges von so einer Sache natürlich nur mit der Person selber zusammenhängt oder mit einer Gruppe von Personen. Du sagst, ist ganz, ganz wichtig, den Hauseigentümer oder alle, die irgendwo damit in Kontakt stehen, irgendwo mit einzubeziehen, weil es einfach eine Entwicklung ist in der Gruppe und nicht einfach nur, ich schlucke mal eine Pille oder ich lasse mir eine Spritze geben oder keine Ahnung. Also manche, ja, sind wir schön, gerade Ende des Jahres denken ja immer viele über das Thema Gewichtsreduktion nach und seinen Körper wieder ein bisschen in Form zu bringen, als gute neue Vorsätze fürs neue Jahr. Und dann haben sie sich 10 Jahre lang die Kilos angefuttert oder 20 Jahre und dann soll es nach 20 Jahren angefuttert und nach 20 Minuten soll schon wieder alles weg sein, sozusagen. Ne? Und das geht natürlich nicht, sondern ich brauche natürlich eine ähnliche Zeit, die ich mich gedanklich mit der Einrichtung in Verbindung gesetzt habe, natürlich auch für die andere Sache. Und im Bereich Geomantie ist genau das Gleiche. Ich kann nicht einfach irgendjemanden holen und der biegt das mal irgendwie gerade, sondern es liegt auch an mir und meinem Umfeld, da meinen Beitrag zu leisten. Ne? Also das ist ja auch immer so eine wichtige Sache. Ich meine, für die meisten ist ja die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind schon wieder vergessen sozusagen. Das ist alles schon passiert in den letzten 6 Tagen. Aber es gibt ja wieder den nächsten 1.1.2016 und deshalb kann man sich wieder 360 Tage was vornehmen. Man muss natürlich einen Eigenbeitrag leisten und wenn man das nicht macht, dann bleibt auch alles beim Alten. Ja, der Nachteil ist natürlich, als ich das gemacht habe, habe ich gut 10 Leute davon gelebt. Ne? Immer die Pille für die Häuser. Ne? Und als ich entschieden habe, nee, da jetzt erstmal müssen wir mit der Person arbeiten, dann ist es immer weniger geworden. Also die Leute wollten das, ne? Die Pille fürs Haus. Die Pille fürs Haus. Ja, Ja. ist ja, ja, in der Medizin ist das ja auch so. Die wollen auch die Pille für den Körper halten. Ja. Ja, ich meine, es ist halt ein schönes Geschäft, sage ich jetzt mal. Wenn man die Pille verkauft, sage ich jetzt mal, dann kann man die immer wieder neu verkaufen, weil die hat ja keine Wirkung bei dem anderen, aber man wird ein Vollgeschäft, wenn ich wirklich das, er lacht jetzt, wenn ich immer wieder, ja, wenn ich das Problem wirklich löse, sage ich mal, gemeinsam, dann habe ich natürlich, kann ich kein Vollgeschäft machen, habe ich nur einen glücklichen Menschen, in Anführungsstrichen, geschaffen, der das Problem wirklich gelöst hat und dort auf der Basis glücklicher und zufriedener ist. Aber wenn ich Vollgeschäft haben will, darf ich nur das Problem nicht lösen, damit ich wieder eine scheinbare Lösung, eine neue Lösung verkaufen kann. Und deswegen finde ich Ende des Jahres immer toll, weil man immer spricht, was die Menschen sich so. Also frage ich immer, was wünschst du dir fürs neue Jahr und so. Und dann hört man immer die ganzen Dinge, die sie sich wünschen und wie schnell das doch in den ersten Tagen im neuen Jahr schon wieder vergessen ist, weil man ja was dafür tun, selber was dafür tun muss und es eben nicht reicht, nur ja, ich habe mir jetzt Fitnessvideos bestellt oder ich habe mir ein Sparkonto eröffnet, wo ich dann wirklich sparen kann. Also alles das sind Dinge, ich muss mich natürlich auch nicht nur ja, die Theorie mir aneignen, sondern natürlich auch versuchen, was in der Praxis umzusetzen. Und da ist natürlich schön, eigentlich im Bereich Geomantie, weil man mit den Menschen was gemeinsam macht. Das ist nicht so, ich gebe mir mal deinen Hausschlüssel und ich gehe jetzt mal da rein und mache jetzt irgendwas und du kommst in 2 Stunden vorbei. Sondern es ist ein Prozess, wo man sich gemeinsam entwickelt, wo derjenige in im Prozess des Tuns zum Nachdenken kommt oder, was ich sehr, sehr oft feststelle, sehr, sehr erstaunt ist über die Ergebnisse, die da rauskommen, ne? Weil mit den Dingen haben die meisten Menschen in der Regel nicht gerechnet, mit den Dingen, die da rauskommen. Und das ist eigentlich das Erstaunende und das macht auch neugierig, dann was dafür zu tun. Und deshalb tritt auch diese Optimierung und die Verbesserung dann ein für die Personen. Ne?
Ein schöner Satz, um abzunehmen, habe ich mir Fitness-Video gekauft. Ja, es ist so. Ich habe ja nur ein Newsletter angemeldet oder ich habe irgendein Fitness-Video gekauft oder ich habe die Schokolade weggeräumt, ich habe sie versteckt sozusagen, ne? Damit ich keine Schokolade mehr esse. Und ich habe mir Turnschuhe gekauft, ne? Damit ich jetzt endlich anfange mit Joggen. Und das ist eigentlich das, was das Lustige auf der einen Seite sozusagen, aber auf der anderen Seite auch wirklich traurig, wenn man will den, man möchte den Personen, der eigentlich gerne helfen, dass sie ins Handeln kommen, wo sie sagen, da komme ich ins Tun, da mache ich wirklich was. Nicht nur irgendetwas zu machen, sondern auch wirklich für sich selber das Resultat auch zu spüren. Und wenn jetzt Menschen heute auf das Thema Geomantie, was ja das Thema des heutigen Abends ist, kommen, dann haben sie ja in der Regel schon. Da kommt ja keiner drauf allererstes, sondern die haben in der Regel schon 2, 3, 4, 5 andere Dinge versucht, das Problem zu lösen, bevor sie auf das Thema Geomantie kommen. Ja. Und das sind in der Regel ja Dinge, die vorher scheinbar nicht funktioniert haben, um dann, sage ich mal, den nächsten Schritt zu gehen, um nach einer anderen Lösung zu suchen, weil man mit dem normalen Denken vielleicht und Herangehensweisen dort manchmal nicht an die richtige Lösung kommt. Und so ist es in dem Bereich Geomantie, als auch in allen anderen Lebensbereichen, ne, wo Leute sagen, ich habe eigentlich immer die Lösung gesucht, wo ich mir die Pille einwerfe und jetzt habe ich etwas, wo ich mitarbeiten muss und dann ist die Frage, arbeitet derjenige mit, dann wird er auch seine Lebensqualität verbessern oder er arbeitet eben nicht mit, dann bleibt sowieso alles beim Alten, genauso wie es ja, mit der Pille ist, die ich mir einwerfe sozusagen oder mit den Turnschuhen, die dann die nächsten 365 Tage im Schrank bleiben. Und nicht zum Laufen genutzt werden. Ja. Das stimmt ja, also weil viele wollen sich ja auch, eines der wichtigen Themen für viele Menschen ist ja auch, sich weiterzubilden im neuen Jahr. Und Geomantie hat ja auch etwas mit Weiterbildung zu tun. Offen zu sein für neue Dinge, für neue Lösungsansätze. Sie merken, mit alten Dingen komme ich nicht so richtig ans Ziel. Ich muss neue Wege gehen. Und dann ist eines der wichtigsten Erfahrungen, die man ja kennt, ich kaufe mir ein Buch, weil ich im nächsten Jahr lesen will, weil ich mich weiterbilden will. Und man weiß ja, dass 95% aller verkauften Bücher niemals zu Ende gelesen werden. Und also das Buch alleine im Regal macht es nicht. Man muss es natürlich auch jeden Tag auf seinen Nachttisch legen oder auf seinen Schreibtisch legen und sich die Zeit, die man braucht für zum Zähneputzen und zum Duschen morgens genauso einplanen für die Zeit zum Lesen oder zum Joggen, und plant man das nicht genau ein, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass der Tag vergeht und man hat wieder nicht gelesen oder man hat wieder nicht, es hat sich wieder nicht bewegt, sondern ist am Sofa festgeklebt sozusagen. Aber ihr habt ja ein schönes, da kann man auch mal festkleben am Sofa. Wir haben mehrere, ja. Ganzer Raum ist voller Sofa. Voller bunte Sofas, wir können immer wechseln. Wird es nicht langweilig. Ja, was mich interessiert, vielleicht zum Abschluss, die Zeit ist ja immer so schnell vorbei mit euch. Was hat sich JITV, vielleicht auch für die Zuschauer heute interessant, was hat sich JITV für 2015 vorgenommen? Gibt es da Pläne für dieses Jahr, besondere Wünsche, was ihr euch wünscht, was ist das Thema im Jahr 2005? Was sind die Themen? Also ich springe immer diese Phase, dass ich mir wünsche. Deine Frau guckt dich an. Weil die Sachen kommen schneller, als ich es mir wünschen kann im Moment. Ne? Im Moment, wir haben heute mit Italien, wir haben eine tolle Gruppe in Italien und es kommen ganz viele Leute, die jetzt total bereit sind, mitzuwirken, mitzugestalten. Also das, was mein Traum bzw. mein Halbtraum manchmal war, wo sind die Manager, wo sind diese Schöpferkraft, von dem wir. Und jetzt bin ich so schon überrollt, überrumpelt, dass ich es gar nicht schaffe, alle Leute, die jetzt so aktiv werden wollen, Sendungen gestalten wollen, so richtig organisieren, das zu koordinieren und zu. Das heißt, es hat mich, es überrollt mich und dann spare ich mir, wir haben nichts gemacht an Silvester, dann spare ich mir das Wünschen, weil das andere kommt schneller, als ich es mir wünschen kann. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das ist anders.
Ich glaube schon, dass ihr was getan habt, nämlich ihr seid mit gutem Beispiel vorangegangen und ihr habt etwas gemacht. Ihr habt das mal gemacht und habt gesehen, kommt das bei den Menschen an, was kommt bei den Menschen gut an und was kann man noch verbessern. Und deswegen ist es schon wichtig, die meisten Menschen erwarten, dass der Zug von alleine ins Rollen kommt und das habt ihr von euch aus gemacht. Ihr habt den Zug ins Rollen gebracht und das ist auch das, was die Menschen sehen wollen. Da gibt es einen Zug, der läuft schon und nicht den muss ich erst in Schwung bringen, sondern und auf den Zug, der schon rollt und der sich schon bewegt. Da fällt es vielen Menschen leichter, da aufzuspringen und mitzumachen und das mit zu unterstützen. Aber viele Menschen sind nicht in der Lage, selber den Zug ins Rollen zu bringen. Und so muss es immer ein paar Menschen geben wie ihr, die den Zug erstmal ins Rollen bringen. Deswegen glaube ich, das ist das Schwierigste, sage ich mal. Sagt immer so, ein Auto anschieben und wenn es einmal rollt, dann im Rollen halten, braucht man nur einen Bruchteil der Energie, das Auto im Rollen zu halten, als den erstmal zum Rollen zu bringen. Deswegen habt ihr den größten Teil eigentlich gemacht. Müsst ihr euch da nicht so ja, unter den eigenen Scheffel stellen. So, ich denke, das ist ein ganz, ganz großen Teil, den ihr da vollbracht habt, denn die anderen sehen, aha, das funktioniert, das wird von den Menschen angenommen. Und jetzt gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ah, das wird von den Menschen angenommen, das gefällt mir gut und springt jetzt auf den Rollenzug mit auf. Eine ist nicht schlecht, das andere ist nicht besser, sondern einfach, es gibt eben Menschen, die können den Zug nicht ins Rollen bringen, aber die sind ziemlich gut dabei, den Zug dann am Rollen zu halten. Aber den großen Teil, denke ich, habt ihr als Vorleistung gebracht und das zahlt sich irgendwann aus, wie ihr eben jetzt seht. Ne? Alvera schreibt, es läuft und läuft. Ja, ist doch schön. Das ist ja auch das Ziel. Es soll eine Art Eigendynamik annehmen, dass man nicht immer der eigene ist, der immer schiebt und zieht und macht, sondern dass es eine Eigendynamik annimmt. Das geht nur, indem alle einen kleinen Beitrag leisten. Und wenn alle einen kleinen Beitrag leisten, dann bleibt der Zug auch in Schwung sozusagen oder kann vielleicht sogar noch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, wenn man das möchte. Vor allem gestern Abend hat eine Freundin gesagt, oh, ich schaue nicht Computer, ich möchte immer präsent, direkt da sein. Da habe ich gesagt, okay, wir sprechen seit 30 Jahren über morphogenetische Felder, Internet, diese Art von Sendungen sind lebendiges morphogenetische Bildung, Erfahrung, Erkenntnisse. Denn wir spüren jetzt, die da sind, dich, ob du jetzt mit Körper da bist oder mit deinem Wesen. Das Wesentliche ist dein Wesen und damit sind wir verbunden. Das ist, was viele einfach nicht erkennen, dass auch geomagnetisch unsere Arbeit, die Live-Sachen sehr wichtig sind, um diese Erkenntnisse zu bekommen. Ne? Oder auch eine gute, ich sage es halt immer als ein Treffen online kann ein Live-Treffen niemals ersetzen. Aber es kann ein erster Schritt sein in diese Richtung, dass sich Menschen treffen, die gleiche Interessen haben und daraus herausfinden, wir wohnen in der gleichen Region, wir wohnen in der gleichen Stadt. Aber das Treffen, was heute Abend stattfindet, die Teilnehmer, die heute Abend teilnehmen oder auch die Gastgeber, die heute da sind, dann ist es immer so, dass die auf der ganzen Welt verstreut sind. Es können heute Abend eben nicht alle in Leipzig da sein, aber es können sich Menschen zusammenfinden, die gleichen Interessen haben, die gleichen Themen im Leben haben. Und daraus kann sich doch eine regionale Gruppe entwickeln. Sagen, wir sind die Geomantie-Gruppe aus Leipzig und wir treffen uns einmal in der Woche oder einmal im Monat, die sich sonst vielleicht nie kennengelernt haben, obwohl die Stadt, in Anführungsstrichen, jetzt mal auf die Welt gesehen, sehr, sehr klein ist. Dennoch müssen sich die Menschen mit den gleichen Themen zusammenfinden und das ist einfach eine gute Basis dafür, aus der virtuellen Welt oder aus dem morphogenetischen Feld sich eben auch live zu treffen. Und das kann nicht unsere Aufgabe sein, sondern es ist die Aufgabe des Einzelnen, etwas zu organisieren, dass er eben eine kleine Gruppe gründet mit Gleichgesinnten vor Ort und das organisiert. Und das ist eine gute Grundlage dafür und dann kann jeder was draus machen, wie er sich es am besten vorstellt. Schön. Ja, so haben wir auch in Zürich gemacht. In Zürich ist eine tolle Gruppe entstanden durch so eine Konferenz. Genau, genau. Und so machen wir das auch. Wir versuchen einfach die Menschen zusammenzubringen, die die gleichen Interessen haben. Und dann liegt es an dem Einzelnen. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, 50 Events zu organisieren in 50 verschiedenen Städten, sondern da sind die Menschen, die vor Ort sind, gefragt.
Und wenn die das wirklich wollen, und das ist ja auch ein Thema für das, was im Jahr 2014 galt, was auch in diesem Jahr gilt, wenn die Menschen das wirklich wollen, dann werden sie das auch organisieren und dann wird auch sowas stattfinden. Wenn sie es nicht wollen, dann organisieren sie es eben nicht Ja. und dann wird es auch nicht stattfinden. So ist immer der ein oder andere gefragt, selber auch aktiv zu sein. Und da ist das, denke ich, der perfekte Einstieg, ohne verreisen zu müssen, an so einem Abend teilzunehmen, zu sehen, das gefällt mir das Thema oder das gefällt mir nicht. Und dann kann jeder für sich selber das machen, womit er glücklich ist, nämlich sich mit Menschen treffen, die die gleichen Interessen haben. Und was gibt es Schöneres? Für mich jetzt gibt es nichts Schöneres. Man macht das, glaube ich, im Leben viel zu wenig, dass man sich zu wenig Zeit für diese Dinge nimmt. Und das geht eben auch nicht an einem Tag oder mal an einem Abend, sondern es geht nur, wenn man Zeit mit Menschen verbringt über einen größeren Zeitraum hinweg, weil auch das ist ein Prozess. Und die Zeit muss man sich einfach nehmen und auch nicht zu Hause und auch nicht in der Regel nicht in der gleichen Stadt, sondern vielleicht irgendwo anders auch hinfahren. Und dann kommt man nach ein, zwei, drei Tagen, so habe ich das zumindest so erlebt, wenn wir das in Gruppen machen, dann in ganz tolle Gespräche und dann merkt man, welche Themen, welche Sichtweisen, welche Meinungen es gibt. Und da kann man ganz, ganz viel lernen und ganz, ganz viel sich entwickeln, wenn man das möchte. Ne? Davon profitieren, was andere schon für Erfahrungen gemacht haben und mal eine andere Sichtweise auf sein oder andere Thema bekommen. Schön. Schön, Dankeschön. Dankeschön. Raik Fischer aus London. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch und natürlich einen guten Start im Jahr 2015. Dankeschön, vielen Dankeschön. Dank. Danke. Danke für deinen Beitrag, wunderbar. Gerne, bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. So, es geht in 3 Minuten weiter. Bis gleich. Ups.